Hey Leute, what's up? Ich bin's Colin, euer Tech News mit eurem Technikkanal hier auf YouTube. Und ich sende hier ein letztes Mal aus dem wunderschönen Stuttgart, was hinter mir liegt. Ich werde nämlich diesen Mittwoch nach Berlin fahren. Dort werde ich unter anderem auf der IFA, aber auch im Computerspielemuseum anzutreffen sein. Und jetzt kommt ihr noch im Spiel. Wenn ihr nämlich jetzt schreibt, wo ich überall vorbeischauen soll, schreibt es mir unten in die Kommentare oder auch auf Facebook. Ich bin überall erreichbar. Und werde mir dann das anschauen, was ihr wollt, sofern es nicht komplett bescheuert ist oder so. Ich werde dann versuchen, jeden Abend ein Video hochzuladen und euch quasi auf dem Laufenden zu halten. Ganz allein bin ich natürlich nicht unterwegs. Ich habe mir einen persönlichen Sklaven angeheuert, der für mich filmen wird und die Drecksarbeit erledigen wird. Sklave? Ich dachte, das ist umgekehrt. Du bist mein Sklave. Na, das mit den Sklaven, das regeln wir noch, wer da wessen Sklave ist. Aber ich denke, irgendwie bekommen wir das schon hin. Ich hoffe, dass wir gegenseitig profitieren werden, aber das denke ich schon, dass es so sein wird. Ich werde hier den Technikpart auf der IFA übernehmen. Frank Stiller von Promi-Geflüster wird sich um die High Society, um die VIP-Partys und alles rund um die IFA kümmern und wird filmen, wenn ich was zum Thema Technik zu sagen habe. Und natürlich werde ich filmen, wenn er was zum Thema Promi zu sagen hat. Was sagst du dazu? So soll es eigentlich sein. Ich denke, das wird uns mit Sicherheit gelingen. Da bin ich schon überzeugt. Genau, also auf jeden Fall beide Kanäle abonnieren. Einmal, um auf den neuesten Stand zum Thema Promis zu sein. Sein Kanal, der FS Press 1 heißt, ist es richtig? So ist es richtig, aber Promi-Geflüster eingeben mit UE geschrieben, da kommt man auf alle Fälle auch hin und findet alles zum Thema Prominente und die heißesten Nachrichten. Und ich denke mal, auf der Funkausstellung werden uns bestimmt einige über den Weg laufen. So, ich werde den Kanal natürlich auch noch einmal unten in der Beschreibung verlinken und hier irgendwo im Video einfach klicken. Meinen Kanal natürlich auch abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zum Thema Technik zu sein. Und ganz wichtig auch für meine Zuschauer, ich denke mal, es kann ja nicht schaden, wenn man immer wieder auf dem neuesten Stand der Technik ist. Also von daher auch seinen Kanal abonnieren. Herr Tech News. Ich freue mich auf euer Feedback. Das war's für heute. Ich melde mich dann aus Berlin wieder. Ich bin's Colin, euer Tech News. Ciao.